Hallo, 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 willkommen in der nächsten Ausgabe von unserem Social Dancing Vlog. In diesem Video beschäftigen wir uns mit wahrscheinlich einem der gefährlichsten Sätze, die du in deinem Tanzen oder Tanzenlernen sagen kannst. Wenn du dir diesen Satz sagst und auch noch daran glaubst und ihn auch umsetzt, dann steht leider deinem Tanzenlernen ein Riesenbrocken im Weg. Was das für ein Satz ist, das sage ich dir gleich nach dem Intro. Ich bin hier in der Grazer Innenstadt, kurz vor der Polonaise-Probe, denn es ist Oktober und die Matura-Bälle haben gerade angefangen und ich gehe jetzt gerade zur ersten Probe von dem akademischen Gymnasium. Es wird sehr aufregend. Aber Ablenkung beiseite, du willst sicher wissen, was das für ein Satz ist. Der Satz lautet, ach, das kenne ich schon. Oder, ich kenne schon dieses Konzept. Ach, das habe ich schon einmal gehört. Ja, genau, das kenne ich. Aufpassen, das sind Tanzen, Lernen, Aufhören, Sirenen. Wir unterhalten uns gleich darüber. Jetzt gehen wir mal kurz zur Probe und du kannst ein wenig da mitschauen, was sie da tut. Bis gleich. Weiter geht's mit unserem Thema. Wie oft hast du dich bereits erwischt in einem Unterricht, egal welche Form, wo der Lehrer irgendwas gesagt hat und du bist dann irgendwie so, ah ja genau, ja, das hat er schon einmal gesagt. Das Problem, das ich mit diesem Satz habe, ist, dass wir unserem Hirn in diesem Moment sagen, du brauchst nicht auf das noch einmal hören, weil du hast das bereits schon einmal gehört. Und in diesem Moment schalten wir dann unterbewusst ab. Und genau das ist das Problem. Ich habe vor kurzem einen sehr schönen Spruch auf Englisch gehört und der heißt, Knowledge is not understanding. Nur weil man etwas weiß oder kennt, heißt nicht, dass man das verstanden hat. Und im Tanzen geht es natürlich auch weiter. Nur weil man es verstanden hat, heißt es nicht, dass man das auch umsetzen kann. Nur weil man es einmal umsetzen kann, heißt es nicht, dass man das immer abrufen kann in jeglicher Situation beim Tanzen mit jeder Partnerin unter allen Umständen. Das heißt, da ist dieser Weg ist doch deutlich länger, als man es vielleicht vermutet. Speziell im Kurs macht man das gerade und dann man denkt sich, oh gut, das geht. Und dann auf einmal am Abend, wenn die Musik läuft, wenn so laut ist und dunkel und so viele Leute rundherum, das ist ein ganz anderer Kontext. So, ich wollte mir jetzt irgendwo positionieren, wo es noch länger die Sonne gibt. Nochmal zu unserem berühmten Satz. Mach dir bitte keine Sorgen, wenn du das schon einmal oder öfters gemacht hast. Mir passiert das ständig und ich muss mich immer dazu zwingen, Nein mir selbst zu sagen und dass ich dagegen ankämpfe. Und dass, obwohl ich es gehört habe oder gerade weil ich es gehört habe, jetzt ich noch mehr Chance habe, dieses Konzept noch zu verinnerlichen. Denn, wie bereits gesagt, vom Ohr ins Hirn, von Hirn irgendwo in den Körper und dann vom Körper in die Füße und das dann automatisieren, das ist ein leider längerer Weg. Aber wie ich immer sage, der Weg ist das Ziel, genieße den Prozess und dann wird alles in Ordnung sein. Wenn du dich vom durchschnittlichen Tänzer unterscheiden willst, dann ist das sicher die Taktik, dass du genau dort, wo alle anderen sagen, ah, das kennen wir schon und dann abschalten, dass du extra einschaltest und das noch einmal verinnerlichst und dann wirklich weiter verfolgst. Noch bewusster und noch aktiver als das erste oder die ersten Male. Ich merke es dann bei mir, ich muss mir und ich will mir auch manche Sachen viel öfter anhören, als es mir selbst lieb ist, damit das irgendwie sich so das Ganze setzt. Wie beim Tetris. Ja? Zuerst von oben nach unten. Dadurch habe ich dann noch viel mehr Platz nach oben. Hat das jetzt Sinn gemacht? In meinem Ohr war das fast sinnvoll. Das ist auch das, was die Besten von dem Rest unterscheidet. Dort, wo die meisten aufhören und wo sie dann abschalten, schalten sie besonders ein und tauchen noch tiefer ein. Das macht eben den Unterschied aus. Wenn du dich jetzt fragst, wie ist es so mit dem Talent? Weil mit dem Talent kann man das natürlich etwas kompensieren, oder? Sicher, man kann den Fleiß mit Talent kompensieren. Andersherum, man kann sehr viel mehr mit dem Fleiß das Talent kompensieren.
Und erst wenn man beides zusammen aufbringt, sprich Talent plus den Fleiß plus diese mentale Stärke, dass man auch dort, wo das Hirn an sich tendiert, abzuschalten, dass man dort besonders tief eintaucht, buah, dann hast du es geschafft. Das heißt, nächstes Mal tu mir und dir selbst vor allem den Gefallen, wenn du etwas hörst im Tanzunterricht in dem Fall, wo der Lehrer sagt, etwas, was du mal gehört hast, da ist genauso, wo du deine Ohren noch mehr zuspitzen solltest, weil das ist dann die Chance, dass du dieses Konzept nicht nur kennenlernst, sondern tatsächlich vertiefst und idealerweise auch irgendwann einmal beherrschst. Die Sonne ist untergegangen und das ist auch für mich das Zeichen, dass der Vlog zum Ende kommt. Denn in diesem Satz bzw. in den Konsequenzen, was du daraus machst, entweder aus oder besonders einzuschalten, wünsche dir, dass du das Beste daraus machst. Und wir sehen uns bald in einem der nächsten Videos oder irgendwo auf der Tanzfläche. Du weißt schon, abonnieren, liken, teilen, sharen, aber am besten idealerweise das umsetzen, was wir in dem Vlog gesagt haben. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.